da. Da ist ein Türstopper. Den können wir doch in die Tür machen, damit die nicht wieder zufällt. So, gehen wir mal in den Hallway. Wer? Wer sind Sie? Moment. Du meinst mich? Du kannst mich sehen? Ja, du bist sehr durchsichtig, aber ich kann dich sehen. Was tust du hier? Bist du ein Geist? Das ist eine lange Geschichte, Edi. Sagen wir es einfach so, ich versuche dir zu helfen. Warum? Bin ich in Gefahr? Naja, eine ältere Version von dir ist in Gefahr, aber ich arbeite gerade an einer Lösung. Vielleicht könnte ich dir helfen. Wie? Zeig mir das Problem und ich bin vielleicht in der Lage, eine Lösung zu finden. Okay. So. Also irgendwie müssen wir hier... Können wir den Türstopper hier draußen benutzen? Ja. Zack. So, das heißt, die Tür sollte nicht mehr zufallen. Was im umgekehrten Sinne heißt, wir gehen jetzt mal eben kurz, wir schnappen uns das Bild von Edi und packen das nach draußen. In der Hoffnung, dass die uns dann irgendwie sagt, so von wegen, ja, hier, ich kann dir helfen. Oder sie diskutiert mit ihrer älteren Variante und sagt, ey, du dumme Bitch, gib dem endlich den Scheiß. So, das heißt, hier, Edi, einmal weg. Und Edi, einmal hin. So. Lief. Das heißt, wir gehen jetzt wieder raus. So, einmal hier runter. La 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 la. Ich bin ja auch doof. Ich habe die Tür jetzt zwar offen, aber ohne Edi stehen die beiden ja nicht mehr da im Gang. Das heißt also... Wir müssen die beiden da wegnehmen. Na, das Bild wegnehmen. Nein, du sollst dir das nicht angucken. Böser Mr. Neff. So, das Bild weg. Und das Bild. Ach, das Bild soll dahin. So, lief. Wenn wir jetzt hier durchgehen, müssten wir die Olle da treffen. Da ist sie. Siehst du es? Das Tentakel sieht aus wie eine alte Frau, zieht Energie von dir. Ja, zeig mir das Problem. Nur dann werde ich in der Lage sein, dir zu helfen. Aber ich zeig dir doch gerade das Problem. Was willst du sonst noch sehen? Merkwürdig. Ja, wir können sie ja auch nicht hierhin quasi teleportieren. So, ja. Ja, das hatten wir schon. Die hilft uns also nicht. So. Irgendwie merkwürdig. Vor allen Dingen zeigt mir das Problem. Also sie kann uns ja jetzt sehen. Aber hier scheint sie kein Problem zu sehen. Wir können ja mal gucken, ob wir sie in den anderen, woanders hinpacken können. Außerdem... Ich seh's. Es fehlt ein Stück des Bildes. Hier, das Stück fehlt. Ohne das funktioniert das Ganze ja nicht. Das heißt, die kann ja nicht sehen, was da ist, weil das Bild fehlt. Da fehlt ein Stück des Bildes. Was soll die Nummer tun? Zeig mir das Problem. Nur dann werde ich dir in der Lage sein, zu helfen. Jetzt habe ich so langsam...
So. Was für ein Bild ist das nochmal? Hausfotografie. So. Plopp. Bathroom kommt dahin. Bedroom, nein. Living Room, nein. Kitchen, nö. Hallway. Kitchen, Bedroom, Living Room. So. Das heißt... nein! Halt! Wir müssen sie ja noch umbauen. Wir können ja jetzt mit ihr reden. Na? So, packen wir sie mal ins Bad. Mal sehen, ob wir mit ihr im Bad reden können. Ob sie sich da anders verhält. Weil uns fehlt ja noch ein Stück von diesem Zettel. Show me the problem. Na, es gibt immer nur das eine. Mir fehlt noch irgend so ein Fetzen Papier. Weil im Endeffekt, wie man sieht auf dem Bild, da fehlt ein Stück des Bildes. Hier, dieses Teil des Bildes fehlt. Und ich weiß nicht, wo ich es finden kann. Weil Edie dahin zu packen, bringt nichts. Und egal, wo ich sie hinstecke, ja, es funktioniert nicht. Nein, du sollst es dir nicht angucken. Tja, tja, tja. Weil das Problem ist auch, wenn ich die Oma alleine irgendwo hinstecke, dann steht die zum Beispiel da. Es ist besser als nichts, glaube ich. Was? Der Kuchen war knochentrocken. So sieht Moderne also aus? Hallo? Was macht diese komischen Geräusche? Klingt wie eine Schlange. Hallo? Ich bin zwar ein Mann, aber ich rede nicht mit meinen Genitalien. So, die können wir auch woanders hinpacken. Da zum Beispiel. Gucken wir mal, was dann passiert. Dann steht sie da alleine. Es ist ein Heim, glaube ich. Ist es nicht Zeit für Kaffee? Okay, das heißt also, die Mutter war gezwungen, zu ihren Kindern, beziehungsweise zu ihrer Tochter zu ziehen. Zu Edie. Warum auch immer. Gucken wir mal, was... Nein. Noch, komm schon. Drag and Drop ist nicht einfach, wenn das Spiel so ruckelt. Ich habe zwar gelesen im Forum, dass man es im Nicht-Vollbild-Modus, dass es dann flüssiger läuft, aber dann ist es so winzig. So, was sagt sie hier? So viele Kannen. Sie wissen einfach nicht, wie man es anstellt. Im Kühlschrank hängt auch nichts weiteres. Das ist jetzt wieder so ein Moment, wo ich rumrätsel und keine Ahnung mehr habe. Ich hab keine Ahnung mehr. So. So, nehmen wir die Oma da mal raus und das Bild weg. Na. Kitchen, Bathroom, Bathroom. Da hatten wir den Vater noch nicht alleine. Ich probiere jetzt halt alles durch. Also quasi das, was ich eben offscreen gemacht habe, das mache ich jetzt live on tape sozusagen. Okay, er lässt ein Bad ein. Sagt er auch irgendwas? Nö, er sagt nichts. Also wir haben auf jedem Bild irgendwas gekriegt. Mal überlegen. Also ich bastel jetzt die anderen beiden Bilder hier auch irgendwie hin. Okay, im Schlafzimmer haben wir ein Foto gekriegt. Wir haben hier das erste Bild gefunden. Hier haben wir ein Bild an der Wand gekriegt. Hier haben wir auf dem Grab das eine Bild bekommen. Wobei hier auch wieder ein Stück vom Bild fehlt. In der Küche haben wir einen Zettel bekommen und ein Bild an der Wand. Und hier draußen haben wir diesen Türstopper gefunden. Aber ansonsten nichts.
Gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Oma dahin packen. Living Room? Ma'am? Oh, ich dachte, ich höre etwas. Dieses Haus ist verflucht. Okay. Dann probieren wir einfach mal, den Typen dahin zu hängen. Die bringt nichts. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir den dahin packen. So. Mal sehen, was er so sagt. Er steht auch nur und guckt sich das an. Naja, dann kombinieren wir das Pärchen. Zack. Und wenn das nichts hilft, packen wir die Mutter dazu. So, gucken wir mal. Jetzt stehen sie da schon so pärchenmäßig. Siehst du es? Dieses Tentakelding? Zeig mir das Problem, nur dann kann ich dir helfen. Bilder kombinieren, ich weiß. Wenn sie Teile vom Bild nicht sehen kann, weil hier ein Stück fehlt vom Bild, dann muss ich nicht ihren Typen dazu packen, sondern das Tentakelding, was wie ihre Mutter aussieht. So, und wenn ich jetzt rausgehe, sagt sie, ich sehe das Problem. Siehst du, da steht sie nämlich neben mir und da ist die Mutter. Und da ist diese, die Tentakelmutter und da ist sie. Siehst du es? Das sieht aus wie eine Frau. Zeig mir das Problem. Was? Aber ich zeig dir das doch gerade. Was willst du noch sehen? Hä? Hallo? Da dachte ich schon, ich hab es. Menno. Tun wir den Typen einfach auch nochmal dazu. Ich dachte schon, jetzt habe ich es gelöst, aber nein. So. Zeig mir das Problem, nur dann kann ich dir helfen. Ich überlege gerade, was könnten wir noch machen? Also das Bad, was da oben ist, scheint nicht keine Auswirkung auf das Bild zu haben. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, aber wie ihr euch schon denken könnt, werde ich euch nicht weiter langweilen, weil ich euch ja schon seit wahrscheinlich einer gefühlten halben Ewigkeit hier mit dem Kram langweile. Ich werde mal kurz wie eben ein Save anlegen. Save Game. Den Teddy wollen wir überschreiben. So, Saving, das heißt, ich mache wieder ein bisschen Offscreen und wir sehen uns dann wieder nach einem kurzen Schnitt. Es geht leider nicht anders, denn bevor ich jetzt hier alle Bilder mit allen Sachen kombiniere, vergeht eine Ewigkeit. Und wir sehen uns dann nach einem kurzen Schnitt. Bis gleich. Ich habe gerade frisch geladen und wir sollen ihr zeigen, was kaputt ist. Das Problem ist, das Ganze ist eine Finte. Wir sind nämlich komplett, wir sind eigentlich schon fertig. Denn, Edie, sagt, wir sollen ihr zeigen, was wir meinen. Und, wenn wir jetzt mit der Edie hier reden. So, bla bla bla. Ach nee, ich muss noch was anderes machen vorher. Folgendes. Ich gebe ihr das Foto der Oma. Sopp. Ich habe eine Idee. Könntest du das fangen, wenn ich es dir hochwerfe? Ich glaube nicht. Aber ich kann mein Nähzeug herunterlassen. Dann könntest du da reintun. Sicher. So, sie lässt also ihr Nähzeug herunter. Und dann nehmen wir das Bild der Oma und tun das da rein.